So etwas von happy, ihr seid die Erste auf dieser Bühne im Heiteren 2021. Aus dem Wallis. Nur für euch heute Abend, Heiteren. Macht einen Riesenlärm für Stefanie Heinzmann! Oh.
They say, don't swim in dark waters. Don't tell me what to do, to do. But it's only when the current gets stronger, you learn how to be you. Und hallo, ihr Wundervollen da daheim. Das ist auch noch spannend, von daheim ein Konzert zu schauen. Habt ihr euch schon von daheim ein Konzert geschaut in den letzten zwei Jahren? So ein paar gibt es schon, gell? Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr da daheim eine gute Zeit habt. Haben wir hier eine gute Zeit? Ja. Schon, oder? Ihr Lieben, für uns ist es immer noch, wir haben jetzt diesen Sommer schon ein paar Shows dürfen spielen. Und trotzdem bleiben die Shows diesen Sommer irgendwie speziell. Weil, ja, wir sind alle irgendwie auf den Zug. Und ich finde es mega schön, endlich wieder echte Menschen vor mir zu sehen. Also es ist auch schön, auch dabei zu sein natürlich. Nicht ab, Entschuldigung, also es ist mega schön. Aber so ein paar hören mich noch in echt an, das ist gleich auch schön. Also grundsätzlich würde ich auch, was da hinten noch sitzend, extrem dazu einladen, euch hier ein bisschen einzukommen. Ich hänge mega freut, weil so viele Shows haben wir gar nicht. Und ich genieße auch so fest. Und ich will ja nicht, dass ihr euch hier vorne so allein fühlt, obwohl Platz ist auch schön. Meine Lieben, bevor wir weitermachen, werde ich auch einen riesigen, monströsen Applaus für die unglaublich tolle Band. Das sind die Funks!
Und jetzt machen wir ein bisschen Musik. Darum sind wir da, oder? Himmel sind. Natürlich ein bisschen metaphorisch gesprochen, wir haben einen wunderschönen Tag. Aber trotzdem gibt es ja so Tage, wo man das Gefühl hat, so dicke, fette Regenwolken heichend über einem und die wollen einfach nicht weg. Und an so Tagen versuche ich mir immer vorzustellen, ich sitze im Flugzeug und starte und irgendwann durchbreche ich die Wolke und ich weiss, da oben ist immer die Sonne. Irgendwo ist die. Und sind, dann müssen wir halt im Leben einmal ein die Augen aufmachen und sich ein bisschen zwingen, die Sonne zu finden. Und ich habe Bock, heute die Sonne zu besingen. Würdet ihr mit mir zusammen singen? Würdet ihr mit mir zusammen singen? Ah,
sie sind. Was ist denn, wenn ihr da hinten aber da oben sitzen? Wie schön! Scheichen wir ein bisschen singen. Singt ihr daheim auch mit? Betreten, schweigen. Geht es noch lauter? Hallo zusammen, hier ist Jackie vom Team Heitere. Es wäre mega cool, wenn ihr die Kamera würdet oder könntet anschalten. Es wäre auch für die Stars einfach mega cool, wenn sie eure Gesichter könnten sehen, wenn ihr schon nicht dort seid. Und ihr habt die Möglichkeit, dass ihr nachher sogar einen Videocall mit den Stars gewinnen könnt. Also von dort her wäre es wirklich mega cool, wenn ihr würdet einschalten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Vergnügen und geniesst es! Schön, herzlichen Dank. Ist das genug gesonnen gewesen? Ihr Lieben, bin auch alles gut? Habt ihr einen guten Tag gehabt? Von welchem ist es dieses Jahr das erste Konzert? Oh wow, okay. Wow, das ist abgefahren. Und habt ihr es vermisst? Ja. Schon. Und kommen wir diese Woche jeden Tag. Okay. So, der nächste Song, den wir spielen, ist ein Song, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Der Song heißt Mother's Heart.
ein Song, der sehr gut beschreibt, wie ich mich als Kind gefühlt habe, als Jugendliche gefühlt habe und wie so mein Weg war. Und ich muss sagen, ich bin ein Meister im... Ihr zwei habt rote Herzen auf der Stirn und ich finde es mega herzig. Aber nur so als kleiner Tipp, das bringt ihr nie mehr weg. Also das Ding schon, aber die Farbe bleibt für immer. Vielleicht kann es gescheiter auf den Ohren oder so. Nehmt nicht jetzt die Hand drauf, nehmt es weg. Ich meine, ich wirklich für euch lieb einfach. Oder ihr tragt es mit Stolz einfach. Für immer. Oder du machst es. Oh, eben, gut. ich bin ein Meister im sich unsicher fühlen. Ich bin ein Meister darin, gemein zu mir zu sein und mich selber nicht zu gerne haben. Ich habe eine Zeit hinter mir, als ich unglaublich unsicher war. Und ich habe mich immer verglichen mit allem und jedem. Und über die letzten Jahre habe ich versucht, sehr offen über das zu reden. Und ich habe immer mehr Menschen getroffen, was ziemlich genau gleich geht. Jeder Mensch hat seine Unsicherheiten. Nur, dass wir uns immer so leider mitfühlen. Und mit dem Song Mother's Heart möchte ich auch so gerne ans Herz legen, dass ihr toll seid. Egal, ich weiss eben, so wir stehen jetzt und denken so, ja, ich bin toll. Aber man glaubt es ja nie jemandem anders, gell? Aber der Punkt ist, ich glaube ganz fest daran, dass jedes einzelne Leben, das hier heute auf dem Platz ist und uns aus, aber heute rede ich mit euch, dass das einen ganz eigenen Wert hat. Ihr seid vielleicht an einer Stelle, wo es sich gar nicht so gut anfühlt zu leben und wo es vielleicht schwierig ist. Aber ich glaube halt so unglaublich fest daran, dass es richtig ist, euch da zu sein. Euch an Momenten und Orten zu sein, wo es sich nicht so schön anfühlt. Und ich möchte auch mit diesem Song irgendwie versuchen, so ein bisschen Vertrauen zu geben, dass ihr am richtigen Ort seid und dass ihr toll seid, so wie ihr seid. Und dass ihr auch bitte niemals etwas anderes einreden lasst. Weil das ist euer Leben und das ist begrenzt, das ist ganz wertvoll, das geht nicht für immer. Und aus diesem Leben haben wir die Chance, etwas Schönes zu machen. Und ich werde auch so ein bisschen Sonne und Liebe mit auf den Weg geben, für euch zu sagen, ihr seid toll. Und der Song soll auch ganz viel Liebe schenken. Und Mother's Heart für euch. Danke vielmals.
Dankeschön! Merci, vielmals! Ihr Lieben, ich habe ein kleines Geschenk aus dem Wallis mitgebracht, für euch. Und das ist, kommt in Form von einem Mensch mit seinem Instrument. Und der Mensch ist der wundervolle Ephraim. Und der Ephraim und ich, wir spielen zusammen seit 16 Jahren. Also die Hälfte von meinem Leben bin ich mit diesem Menschen auf der Bühne. Fast die Hälfte von deinem Leben. Fast. Tschüss. Ja, gerne. Und der Ephraim hat nicht nur eigentlich meinen besten Freund mit in mein Leben gebracht, sondern das Instrument. Und das Instrument sieht von unten aus schon ein paar langweilig aus, wie das Brett. Das ist ein Hackbrett. Ein Walliser Hackbrett. Und speziell das Hackbrett hat vom Ephraim der Papa 1987 für ihn gebaut. Ich finde das immer so krass, wenn Menschen einfach Instrumente selber bauen. Für mich unvorstellbar. Auf jeden Fall hat er das gemacht und geschafft. Und mit diesem Instrument hat der Ephraim Magie in mein Leben gebracht. Es ist ein Sound, den ich niemals satt werde. Ich bin immer wieder dankbar, so zu hören. Und ich glaube, dass du das auch uns machst. Ich glaube, dass du die Magie diesem Instrument überreichst und weitergibst. Und ich lade euch jetzt ganz herzlich dazu ein, das einfach zu genießen, weil es einfach so unglaublich schön ist. Viel Spass. Thank you.
from my shoulders. A house can be shaken, yeah, but I want you to know, love. I'll make a promise, I swear on our life. This roof will hold us as long as we're alive. So let's be. Danke, Efri. Geil, das ist schön. Es ist schon so schön. So, wie geht's auch so? Seid ihr zufrieden? Oh, wie schön. Ich habe eins. Ich habe wirklich, ich habe einfach so Freude. Ich habe so Freude, wieder für Musik zu machen. Ich habe so Freude, wieder für Menschen zu spüren und zu sehen. Und es macht mich einfach glücklich. Und es ist so. Ich habe mit dem, was ich hier machen darf, ein riesiges Geschenk vom Leben bekommen. Und ich habe die Möglichkeit, Liebe zu verteilen. Und das ist das, was ich will. Ich wollte, mein Ziel ist es, in meinem Leben so viel Liebe zu geben, wie es überhaupt nur geht. Und dann kann ich von meinem Leben sagen, ich kann glücklich sterben. So, das macht mich froh. Und das ist ein Song jetzt, der kommt mit dem, das ist so meine absolute Liebeserklärung ans Leben, an El. Und ich hoffe, dass die Liebe ein bisschen überschwappt zu El und dass ihr es ein bisschen spüren könnt. All we need is love! Feel like someone left. You know how love is and how it hurts and burns your world down, and it can tell you lies. Maybe we're the only ones. Maybe we're no good at love. Maybe we don't need to work it out. Hey, all we need is love. Woo! It turns the world. Make
that's where love goes. As long as we can always stay peace. Verkehrt spielen, so in echt, in meinem Ohr, macht mich so glücklich. Ich darf das schon so lange machen, aber sie müssen sich mir so bewusst machen. Das spielen die. Ist das nicht so schön? Die Musik ist so Magie. Patience on you. Oh, I've been trying to get you out of the blue. Prepping everything you say and you do. I was caught up in the spider web.
Ich bin ja ein Verfechter von Therapien. Ich finde Therapien super. Die gehen sie unglaublich in die Hose. Und sie ist ganz gut. Und ich kann grundsätzlich sagen, ich habe schon sehr viele Therapien ausprobiert. Und es gibt eine Therapieform, die nennt sich die Schreitherapie. Das mache ich jetzt hauptberuflich. Darum bin ich sehr, sehr ausgeglichen. Und ich habe Lust, mit euch jetzt mal eine kleine Schreitherapie-Runde zu machen. Habt ihr Lust? Schon, oder? Ja, voll, ich sehe doch das. Und die, die keine Lust haben, die lade ich jetzt ein, sich mal kurz zu überwinden. Eine Gratis-Therapiestunde mit der Stefanie Heinzmann. Kann man doch einmal machen. Oder? So, und das funktioniert jetzt so. Ihr stellt euch jetzt entweder eine Sache oder mehrere Sachen, das ist gleich. Aber einfach, ihr stellt euch jetzt Sachen vor, die auch unglaublich nervend sind. Gibt es schon die eine oder andere Sache, oder? Sachen, die nervend, belastend, die stressend. Irgendetwas. Ich nehme alles. Das stellt ihr euch jetzt vor und packt das in so einen weichen, runden Ball. Imaginär natürlich. Imaginär vor euch, hier so oben an. Packt das da drin. So, gut? Jawohl. Alles reinpacken. Es wird da so komprimiert. Die ganzen Nerven sagen hier. Ja, genau so. Ihr seid wie verrückt auf das Hörerteil. So. Und wenn wir jetzt gerade zusammen singen, rührt ihr mir durch das Singen der Ball links und rechts um die Ohren. Ist das okay? Ich nehme den, wirklich. Ihr müsst auch, ja, wirklich, so fest erkennt. Ihr müsst auch keine Sorgen um mich machen. Ich sitze in einem goldenen Ei und bin hier voll safe. Das heisst, die Balle nehme ich jetzt einfach. Für auch, und ich lasse die gehen. Ihr könnt die nachher... Let's go see. See you ready? To find some soul. Oh, 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 oh. Find some soul. Oh, oh, oh. Find some soul. Okay, wir gehen noch einmal ganz kurz überein. Nur ganz kurz. Entschuldigung, nur ganz kurz. Ich weiß, wir haben fast keine Zeit mehr, aber wir gehen ganz kurz überein. Meine Lieben, ich meine es ernst. Ihr hört mich jetzt wirklich an. So laut wie es geht. Habt ihr mich verstanden? Okay, das klingt schon anders. Und nochmal. To find some soul. Find some soul. Find some soul. Find some soul. Da geht nochmal. Find some soul. To find some soul. Oh,
Danke viel, viel mal. Hat das gut getan? So schön. Mir macht das so breit. Habt ihr Lust, noch ein bisschen zu tanzen? Wisst ihr, ich darf jetzt gerade die Bühne räumen für die wundervollen Mighty Oaks. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich selber auf das Konzert von Ihnen. Darum gebe ich gerne die Bühne frei, aber ich habe noch einen Song und ich habe Lust, mich auch noch ein bisschen zu feiern. Seid ihr bei mir? Vorstellen, weil ohne die würde ich hier zu uns wie ein Häufchen Elend. Und sie sind einfach so toll. Meine Lieben, bitte Scheichen, der wundervolle Lady hier an meiner Seite, einen riesengroßen Monsterapplaus für ihre unglaublich tolle Stimme, Leslie Ost! Der Mann an der Taste, und ich kann es selber fast nicht glauben, ist heute zum allerersten Mal mit uns auf der Bühne und wir haben nicht einmal geprobt zusammen. Der kann das einfach. Ist das nicht unglaublich? Wahnsinn! Danke vielmals, dass du dir Zeit hast genommen, dass du dein Talent mit uns teilst. Ein riesen grosser Applaus für den anderen Hab! Der
Der Mann an der Gitarre und an den Vocals und der Mann mit dem breitesten, schönsten Lächeln, den ich auf der Bühne jemals gesehen habe. Meine Lieben, bitte schenken mir einen riesigen Applaus zum Philipp Breitenbach! Der Mann am Hackbrett, aber auch an seinem kleinen Bimbäum. Und überhaupt, er lässt alles glitzern mit seiner Magie. Bitte schenken mir einen riesigen Applaus zum Ephraim Salzmann! Wir haben hier den unglaublich talentierten jungen Mann am Bass, meinem Lieblingsinstrument. Danke vielmals, dass du dein unglaublich Talent mit mir scheichst und mit uns teilst. Ein riesiger Applaus für den Jakutschak! Dem heiligen Schein mit seinem goldigen Schlag. Es ist Wahnsinn, wie das alles ineinander passt, Pat, ganz ehrlich. Er ist nicht nur mein Schlagzeuger, sondern er ist auch seit 13 Jahren mein musikalischer Direktor. Also falls es irgendwelche Beschwerden an der Stefanie Heinzmann-Show sollte geben, wendet kann bitte an der sympathischen jungen Herr. Und bitte schenken wir jetzt einen riesengroßen Monsterapplaus der Pat Fah! Und es ist so, die wundervollen Menschen, die ihr hier seht, das ist nur ein Teil von meiner wundervollen Crew. Die anderen Leute, die seht ihr nicht, sind aber genauso wichtig. Und darum brauche ich jetzt von euch so einen riesigen, riesigen, ultimativen Monsterapplaus für die Heinzmann-Crew! Dankeschön Kai, dankeschön Nicole, dankeschön Alexander, dankeschön Hannes, dankeschön Tom, danke Luki, dankeschön! Und Dankeschön jedem Einzelnen hier vom heiteren Open Air. Dankeschön, dass wir hier können spielen. Dankeschön, wie schön, dass alles hier uns sieht, wie gut wir hier aufgekommen sind. Dankeschön, dass ihr die Bühne hier für uns möglich gemacht habt. Danke vielmals! Und so etwas wie hier geht natürlich nur mit euch. Es geht nur mit Menschen, die sich bereit dazu erklären, eure Zeit mir heute Abend zu schenken. Und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken, weil die Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Danke, dass ihr die mit mir teilt. Danke viel, viel mal, jedem einzelnen von euch. Und jetzt will ich noch ein bisschen feiern. Seid ihr da? Schenken wir eure Hand das letzte Mal heute Abend. Kommen, grüßt ihr mit. Thank you.
Danke viel, vielmal. Dankeschön. Ihr Lieben, es ist jetzt so. Wir haben jetzt noch genau 3 Minuten Zeit, bevor wir die Bühne räumen müssen. Und ich würde das etwas verkürzen. Normalerweise gehen wir jetzt von der Bühne und ich hoffe so fest mit jeder Faser, dass irgendjemand Zugabe ruft. Und wir lernen das jetzt einfach. Und ich spiele noch einen. Ist das okay? Habt ihr noch Lust auf einen Song? Juhu, Glückchen! Wow, was war das für eine Show von Stefanie Heinzmann. Der Auftakt zum Heiteren Festival 2021.